Okay, dann, ich nehme auf, ja. Genau. Hallo zusammen, wir sind hier heute in Horb am Neckar und der Europaabgeordnete Michael Theurer ist bei uns zu Gast, um mit uns über das TTIP zu sprechen. Ja. Herr Theurer, vielen Dank. Herzlich willkommen hier. Ja, ich bin in Horb zu Hause, ich freue mich, dass Sie extra hier sind. Genau, okay, so rum. Aber dass wir uns hier treffen können. Genau, und es soll heute wieder um das TTIP gehen, das Freihandelsabkommen, was gerade zwischen EU und USA verhandelt wird. Und wir machen jetzt ein paar kurze Fragen dazu. Gerne. Okay, Herr Theurer, finden Sie, die öffentliche Debatte zu TTIP ist notwendig? Also eine öffentliche Debatte zu wichtigen Themen ist absolut notwendig und ich habe mich ja im Europäischen Parlament zum Beispiel erfolgreich dafür eingesetzt, dass auch die Ergebnisse für das Abkommen ACTA, wo es um den Schutz des geistigen Eigentums ging, veröffentlicht werden. Das ist dann am Ende vom Europäischen Parlament abgelehnt worden, dieses Abkommen, aber klar ist, ohne das aktive Eintreten von mir damals als FDP-Abgeordneten wäre es nicht veröffentlicht worden. Okay. Warum gab es dann bisher zu ähnlich großen Abkommen keine öffentliche Debatte? Das stimmt ja nicht. Das Europäische Parlament tagt sowohl im Ausschuss für internationalen Handel, dem ich in der vergangenen Periode als Stellvertreter angehört habe, öffentlich. Auch unsere Debatten im Europäischen Parlament sind öffentlich. Also es gibt selbstverständlich über die Handelspolitik öffentliche Debatten und das ist der große Vorteil des Lissabon-Vertrags, weil mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags ab 1. Dezember 2009 eine Redemokratisierung der Handelspolitik erfolgt ist. Vorher hatte ja das Europäische Parlament da keine direkte Mitentscheidung. Die haben wir jetzt. Die haben wir jetzt, okay. Denken Sie, dass die Geheimhaltung der Position, der Verhandlungspositionen, Verhandlungsinhalte und Verhandlungsmandate Misstrauen schürt in der Bevölkerung? Also da wird mir in der öffentlichen Debatte etwas zu kurz beleuchtet. Wir haben ja in den demokratischen Staaten eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, also der Regierung, Legislative, der Gesetzgebung und Judikative, der Rechtsprechung. Und es ist völlig klar, dass wenn zum Beispiel ein Handelsabkommen verhandelt wird oder auch andere Abkommen zwischen Staaten oder staatsähnlichen Organisationen, wie die EU ja eine ist, dass da die Verhandlung die Exekutive macht, also die Regierung. Und dass das Parlament lediglich kontrolliert bzw. mandatiert und anschließend das Parlament dann entscheidet. Also es ist völlig normal, dass bei Verhandlungen zwischen Staaten nicht die Parlamente verhandeln und es auch nicht auf dem Marktplatz transportiert wird und auch nicht in Bürgerbegehren oder Entscheidungen verhandelt wird, sondern die Verhandlung ist in einem gewaltenteiligen Staat und das sind wir, Aufgabe der Exekutive, also der Regierung. Und deshalb ist da zum Teil auch manche Diskussion völlig übertrieben, okay, dass man die Regierung kritisiert für etwas, für was sie nach der Verfassung sogar zuständig ist. Okay, und Sie halten es auch für nicht problematisch, dass das Parlament am Ende nur Ja und Nein sagen kann und nicht die Chance hat, bei verschiedenen Aspekten zu sagen, hier sind wir unzufrieden, hier möchten wir gerne nachverhandeln. Also das Parlament, zum Beispiel der amerikanische Kongress ja darf. Das dürfen wir ja auch. Also wir haben zum Beispiel beim Handelsabkommen mit Südkorea, da war ich Berichterstatter für meine Fraktion, haben wir Bedingungen gestellt und die sind dann in der Schutzklausel auch aufgenommen worden. Und weil die EU besser verhandelt hat mit Südkorea als die USA, hat ja der US-Kongress damals Nein gesagt und dann musste die US-Administration nachverhandeln. Und vor dem Hintergrund muss man jetzt mal genau gucken, was darf das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament wird in einem Sonderausschuss vor jeder Verhandlungsrunde informiert, in einem Briefing durch den Handelskommissar. Und es wird nach jeder Verhandlungsrunde informiert in einem Debriefing. Dass die Abgeordneten das in einem nicht öffentlichen Kreis besprechen, ist nicht weiter verwunderlich. Das ist für alle Parlamentarier. Das ist für die handelspolitischen Sprecher. Aber die dürfen natürlich ihre Fraktionen informieren und das ist auch in Ordnung. Okay. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass das direkt gewählte Europäische Parlament am Ende entscheidet, ob das Handelsabkommen akzeptiert wird oder nicht. Okay, dann gleich eine Frage zur Ratifizierung. Finden Sie, nur das Parlament sollte ratifizieren oder finden Sie, dass ja ein gemischtes Abkommen ist, das eigentlich jedes Mitgliedsland der EU auch ratifizieren müsste in seinem eigenen Parlament? Natürlich muss jedes Mitgliedsland ratifizieren. Es ist ja so, dass Handelsabkommen nur in Kraft treten, wenn beide Kammern der Europäischen Union, also der Rat, die Kammer der Regierung der Länder und die Bürgerkammer Europäisches Parlament ratifizieren und die Handelsabkommen müssen dann noch in allen 28 Mitgliedstaaten ratifiziert werden. In den Parlamenten. Und das zeigt, wie stark oder wie hoch die Hürde ist, was den Abschluss eines Handelsabkommens. Ich frage nur nach, weil bei CETA die Kommission ja immer noch sagt, dass es nicht sicher ist, dass die einzelnen Mitgliedsländer ratifizieren müssen, obwohl das ein genauso gemischtes Abkommen ist wie TTIP. Also nach meinem Kenntnisstand ist bei Freihandelsabkommen es auf jeden Fall so, dass ratifiziert werden muss. Sehr gut. Da ist halt die Frage, ob man im Anschluss noch was verändern kann. Die starke Position haben die Regierungen der Mitgliedstaaten über den Rat der EU und die direkt gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments.
also wir als Bürgerkammer. Okay, eine Ja-Nein-Frage. Fühlen Sie sich als europäischer Abgeordneter ausreichend informiert über diese Verhandlungsprozesse? Ja, weil meine Kollegen hier aktiv arbeiten. Okay, stimmen Sie, finden Sie Investorenschutz, also Staatsschiedsgerichte in diesem Abkommen sind ein notwendiger Bestandteil? Die Bundesrepublik Deutschland hat über 150 Investitionsschutzabkommen seit der Gründung der Bundesrepublik abgeschlossen. Als exportstarke Nation, als Wirtschaftsnation sind wir gerade unsere kleinen und mittleren Unternehmen darauf angewiesen, dass wir in anderen Ländern Investitionsschutz genießen. Es geht also beim Investitionsschutz um deutsche Arbeitsplätze und deutsche Unternehmen. Und es wäre töricht, so etwas nicht einzubauen. Dass man dafür auch Schiedsgerichtsverfahren in der Vergangenheit in solchen Abkommen hatte, hat sich bewährt. Ob wir das mit den USA brauchen, weiß ich nicht. So, da müssen wir schneiden. Das wieder aufstellen.